Hallo, heute sind wir in der Zuchtstation La Vera. Die zwei Volieren von Micopsita pacifinca. Wir haben zwei Paare und diesen Jahr haben wir mit beide gezüchtet. Jetzt haben wir kleine Babys im Nest von ein Paar und ein Paar von den Babys sind auch im Babystation, weil den Paar hat drei Eier gelegt. Und normalerweise züchten sie nicht so gut drei Babys. So haben wir ein Baby mit den Eltern gelassen und die anderen zwei sind im Babystation. Ungefähr ein Jahr alt, jeder. Die sind eine von Sander Funereus Funereus und eine andere Sander Funereus Chantonata. Sie sind jetzt hier schon in die Voliere, damit sie besser fliegen und besser machen. Und jetzt haben wir schon wieder in Baby Station andere kleine, ganz kleine Babys von Giuseppe 8. Eine Gruppe von Feskets. Die sind auch selten nicht. Und wir züchten sehr gut hier in Europark. Und hier sind ein paar Jungs, die auch in einer großen Voliere zusammenbleiben, ein paar Jahre, damit sie besser fliegen. Und hier können sie bleiben normalerweise drei Jahre und dann nachher gehen sie schon zu fahren in die Voliere zu züchten. Ja, hier haben wir ein paar von dunkelroten Ara. Normalerweise, wenn wir mit Ara oder Papageien arbeiten oder zu Hause haben, ist es immer besser, dass wir Länge-Voliere haben. Die Voliere, die Vögel in horizontal fliegen können. Es ist nicht so gut, wenn die Voliere quadrat sind, weil die Vögel brauchen die Länge zu besser fliegen. Und deswegen haben wir hier eine Voliere von 12 Meter lang und die Vögel können besser die Muskeln arbeiten. Das ist sehr wichtig. Wenn man eine runde Voliere hat und klein oder eine sehr hohe Voliere, ist es nicht so gut für die Vögel, weil die Vögel, die Aras und die Papageien nicht nach oben fliegen, sie fliegen horizontal. Deswegen sind unsere Voliere länger und das ist besser für die Vögel. Wir haben hier in der Zuchtstation ungefähr ein bisschen mehr als 3000 Vögel von verschiedenen Arten. Und dann müssen wir immer verschiedene Diät für jede Art haben. Nicht? So haben wir
ganz viele verschiedene für jeden Tier, für jede Art. Und da jeden Mal in jeder Linie haben wir die Arten und müssen wir die verschiedenen geben. Und dann haben wir auch hier im Park eine Maschine, die alle Töpfe sauber machen. Das ist sehr wichtig. Wir haben 8000 Töpfe pro Tag zu sauber machen. So brauchen wir sicher eine Maschine, sodass alle sehr sauber haben und keine Probleme mit Krankheit und sowas haben. Nicht? Wir benutzen immer die Produkte von Mercedes Lager, die mit Florobach zusammen sind. Und alle Vögel haben dasselbe und Baby Station und die für Züchten auch. Alle von Mercedes Lager. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like sehr freuen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Und damit ihr kein Video mehr verpasst, abonniert einfach den Kanal.